Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns den Kingdom Come Deliverance 2 Saints and Sinners Trailer an, der ebenfalls beim Summer Game Fest vorgestellt wurde. Ich muss ja sagen, ich habe Kingdom Come Deliverance eigentlich schon immer auf dem Schirm gehabt, also den ersten Teil, und möchte ihn eigentlich auch spielen, aber kam bisher nie dazu. Und nun soll er schon dieses Jahr, glaube ich, den zweiten Teil rauskommen. Und das sah ziemlich nice aus. Ich muss es zugeben. Ich sage das bei jedem Trailer, ich weiß. Aber die Spiele, die rauskommen, sehen alles so unglaublich gut aus. Und wir werden sie gleich wieder sehen. Von daher gehen wir hier hinein. Best laid plans of men don't always come to fruition. Mittelalter-Setting sowieso sehr cool. Ja, ich finde, es hat auch ein bisschen manchmal so Skyrim-Vibes. Skyrim sowieso auch ein geiles Spiel, das ich unbedingt jetzt mal wieder spielen sollte. Aber es sind alles so riesige Games. Ja. Man proposes, but God disposes. And then boots you right in the balls. These two young fellas, I need to find them. One's a smart-ass smith. And the other's a blue-blooded fledgling. You behave like a spoiled brat. How dare you speak? Gentlemen, praise be to our Lord Jesus Christ. Und das schöne englische Englisch bei diesen Games, ich lieb's. Das ist auch wieder so ein Spiel, das man auf Englisch spielen muss. Es geht gar nichts anderes. Und wenn ich richtig bin, hängen die zwei Geschichten, glaube ich, von zwei Teilen zusammen. Von daher muss man mit dem ersten Teil anfangen. Und mal schauen, wann ich das tun werde. Our Father, there are many sinners in this world. But in the end, we all face your judgment for what we should have done. Weil das Setting ist so cool. The last time I ran away, I lost everything. I'm never gonna run from that fucker again. Kiss our asses! God, is this retribution for my sins? A second chance. To the task! Only comes once. Kingdom Come Deliverance 2 Coming 2024 Wishlist now. Ja. Alles daran sah gut aus. Ich muss den ersten Teil spielen, ich muss mal dazu kommen. Wie gesagt, ich liebe solche Mittelalter-Settings eigentlich auch. Cyberpunk-Settings, Mittelalter-Settings. Alles nice. Schwierig, wann man das alles spielen soll. Ist auf jeden Fall bei mir auf der Wishlist, das ist klar. Fand ich sehr cool. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen hier bei diesem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.